Krüger! Krüger! Morgen, Herr Herbert Prantl. Grüß Gott, Kollege. Sagen Sie mal, haben Sie nicht alle benannt? Ich? Wieso? Dann kommen Sie doch erst einmal rein, sonst erfrieren Sie mir ja noch. Wenn ein Mensch sich um die Jahreszeit in Italien befindet und ohne äußeren Zwang hergeht und hockt sich in unsere Saukelten, unsere Miserablige, dann spinnt selbiger Mensch, Kröger, und zwar komplett. Ich hoffe, hier besser arbeiten zu können. Was hier? Sie hat's, Feilgrad. Raten Sie mal, was ich seit 5 Tagen tue. Ja, was? Ja. Auch ich hoffte zu arbeiten. Ja, Schnecken. Kalt ist zwar noch zu verrecken, aber ich spüre schon den Föhn, dass er bald kommt. Da bin ich sensibel. Der Vorfrühling bitzelt mir bereits im Blut und sonst wo. Und ganz unanständig. Vom Fasching will ich lieber gar nicht reden. Und unter solche Umständen soll man arbeiten, schreiben. Nichts fällt einem ein. Nicht eine kleine Pointe. Gar nichts. Außer einem Kitsch. Einem empfindsamen, sentimentalen. Übrigens, haben Sie der Frau Roskodra depeschiert, damit sie ihn einheizt? Nein, das ging zu plötzlich mit meiner Abreise. Das habe ich leider nicht. Unbesonnen, Herr Poet. Sehr unbesonnen. Und sowas will die Menschheit belehren. Und Talent hat er auch. Ja, da fällt mir ja was ein. Mein lieber Freund und Kupferstecher, wo ist denn die Geschichte, die Sie mir versprochen haben? Hä? Ach ja, für Ihren Simplicissimus, die habe ich sogar. Eine kleine, na sagen wir, Novelle. Bravo. Danke, mein Lieber. Bitte. Na also recht. Gemütlich ist es hier gerade nicht. Eine Kelten hat sie in ihrem Etablissement, wie in der Partnerklamm auf Heilig Drei König. Störe ich? Tonio Kröger. Lisaveta Ivanovna. Ich war gerade dabei, mich zu verändern. Legen Sie ab. Gruppieren Sie sich irgendwo, irgendwie. Sie gehen zum Karneval. Wir feiern nur unseren üblichen Künstlerball. Aber der hat Zeit. Sie bekommen gleich einen Tee. Was hat sie denn nur in unseren Winter getrieben? Gefiel Ihnen plötzlich Italien nicht mehr? Kennst du das Land, wo die Zitronen blühen? Samtblauer Himmel, heißer Wein und süße Sinnlichkeit. Diese ganze Bellezza fing an, mich nervös zu machen. Ach, sagen Sie doch, dass Sie auch ein wenig Heimweh hatten, Väterchen. Willkommen in München. Danke. Vielleicht empfand ich auch so etwas wie Reue. Katzenjammer. Und Ekel, ich wurde sentimental. Ich glaube, ich bekam Gefühle. Ein entsetzlicher Gedanke. Gefühle. So ist es, liebe Lisaveta. Gefühle sind lebensgefährlich für einen, der schreibt. Es ist aus mit dem Künstler, sobald der Mensch wird und zu empfinden beginnt. Wollen Sie hören, dass ich armer Tonio zu Ihnen sage? Soll ich Sie bemitleiden wegen Ihrer fragwürdigen Begabung, die Dinge beim Namen zu nennen? Ich meine, schreiben zu können? Fragwürdig. Das ist das richtige Wort. Es bezeichnet den ganzen Verdacht, den meine ehrenfesten Vorfahren jedem Gaukler entgegengebracht hätten. Jedem Künstler, der in ihr Haus gekommen wäre.
Nehmen Sie Rum? Nein, danke. Sie sollten sich schämen, Ihren Beruf dauernd im Verdacht zu haben. Ach, sagen Sie nichts von Beruf. Literatur ist überhaupt kein Beruf. Es ist ein Fluch. Ich bin nur ein dummes, malendes Frauenzimmer. Und wenn ich Ihnen überhaupt etwas zu erwidern weiß, so ist das sicherlich nichts Neues, was ich vorbringe, sondern nur eine Mahnung an das, was Sie selbst sehr wohl wissen. Ja, ich weiß sehr wohl, wie schwer es ist, das Menschliche darzustellen, ohne daran teilzuhaben. Schreiben zu sollen, in das man leben möchte. Ob ein Künstler überhaupt ein Mann ist? Man frage das Weib danach. Mir scheint, wir Künstler teilen alle ein wenig das Schicksal jener präparierten päpstlichen Sänger. Wir singen ganz rührend schön, jedoch... Werden Sie nur alles los, Tonio Kröger. Sie waren lange genug in der Fremde. Lassen Sie sich nicht irritieren, wenn ich mich hier zum Clown mache. Es wird langsam Zeit für mich. Ich muss Ihnen ein Geständnis machen, Lisaveta. Ich habe es noch keinem gemacht. Ich liebe das Leben. Trotz allem. Ich meine, das Leben, wie es als ewiger Gegensatz dem Geist und der Kunst gegenübersteht. Das Leben in seiner verführerischen Banalität. Erbarmeterchen. Vorsicht, Vatuschka. Die Farbflecken da. Ich bin den Umgang satt mit Dämonen, Kobolden und Gespenstern. Ich möchte einen Freund haben. Ich meine unter Menschen. Ich hatte bisher immer nur Freunde unter Künstlern. Das heißt unter meinesgleichen. Aber ich sage nichts mehr. Es genügt auch. Erwarten Sie eine Antwort? Haben Sie eine? Ich dächte doch. Ich habe Ihnen gut zugehört. Sie sind ein Bürger auf Irrwegen, Tonio Kröger. Ein Bürger? Meinen Sie? Ein verirrter Bürger. Tja, das ist ja sehr klar. Nun gehen Sie getrost auf Ihren Ball. Wollen Sie nicht trotz allem mitkommen? Unter die Dämonen, Kobolde und Gespenster. Mit einem Wort, oder die Künstler. Ich mache ganz schnell einen Narren aus Ihnen. Ergebenen Dank. Sie haben aus mir bereits einen Bürger gemacht. In letzter Not und reiner Selbstverteidigung. Wie Sie mir zugeben müssen. Natürlich gebe ich es zu. Aber dass nicht Sie gemeint waren, hätten Sie doch. Kommen Sie mir nicht näher. Ich bin nicht mehr zu erkennen.
Ja, da ist er, Herr, der Krüger, der Dichter, der kein unanständiges Bitzeln verspürte. Schön, ich gehe, aber nur, weil heute Föhn ist und weil der ihn nicht gewohnt ist. Au revoir. Au Ich habe wohl zu lange darüber nachgedacht, was ich Ihnen zu sagen vergessen haben könnte. Und darüber sind Sie eingeschlafen. Tja. Ich war nicht sehr nett gestern, nicht wahr? Ich bin ein schlechter Gesellschafter. Deshalb ist es auch besser, wenn ich weiterreise. Weiterreisen? Wann? Ganz schnell, vielleicht noch heute. Und wissen Sie schon die Richtung, in die Sie fahren wollen? Nach Dänemark. Dänemark? Ja, ich verspreche mir Gutes davon. Ich bin aus Zufall noch niemals hinaufgelangt, so nah ich es auch hatte, von meiner Heimatstadt aus. Ich möchte die Ostsee wiedersehen, möchte einige Namen wieder hören. Ich werde auf der Terrasse von Kronburg stehen, wo der Geist zu Hamlet kam und Not und Tod über ihn brachte. Wie fahren Sie, Tonio? Ich meine, welche Route nehmen Sie? Die übliche, liebe Lisaveta. Sie kennen sie doch, nicht wahr? Ich werde nach 13 Jahren zu meinem Ausgangspunkt zurückkehren. Das kann sehr komisch sein, hm? Ich hoffe nicht, dass Sie reisen wollen, weil ich Sie einen verirrten Bürger genannt habe. Wussten Sie eigentlich, wie sehr Sie damit die Wahrheit trafen? Mein Vater war, wie die Leute sind dort oben, betrachtsam, gründlich, korrekt. Meine Mutter von unbestimmt exotischem Blut, naiv und zugleich fahrlässig. Und was dabei herauskam, war dies. Ein Bürger, der sich in die Kunst verirrt hat. Ein Künstler mit schlechtem Gewissen. Beim schlechten Gewissen waren wir stehen geblieben. Muss ich auch Ihnen gegenüber eins haben? Aber gehen Sie, Batuschka. Gehen Sie in Frieden. Grüßen Sie mir die Blonden und die Blauäugigen, die Liebenswürdigen und die Gewöhnlichen. Und wenn, ich sage wenn, Tonio Kröger, Ihnen jemals der Sinn danach stehen sollte, dann schreiben Sie mir. Ich danke Ihnen, Lisaveta. Wofür? Dass Sie immer bereit sind, mir zuzuhören. Zuzuhören?